Namaste, liebe Freunde, herzlich willkommen. Michael, Premdeva, Jale, Hanna, Anke. Michael schreibt Namaste Helmut und Namaste an die lieben Menschen hier im Chat. Namaste, lieber Michael. Kelani, Simone, Bernd, Sebastian, Karl, herzlich willkommen. Anke schreibt Namaste, Namaste, liebe Anke. Silvia, herzlich willkommen. Premdeva schreibt Guten Abend, ihr Lieben. Guten Abend, liebe Premdeva. Hanna schreibt Namaste, Namaste, liebe Hanna. Kailani Simone schreibt, schönen guten Abend. Guten Abend, liebe Kailani Simone. Michael schreibt, Gertrud und Michael freuen sich auf die Stunde im Hiersein. Ja, eine wunderbare Freude im Einfachsein. So ein Genuss, wenn es nichts mehr braucht, als einfach hier zu sein. Mascha, herzlich willkommen. Supriya, herzlich willkommen. Uli, herzlich willkommen. Silvia schreibt, guten Abend, liebe Helmut und all ihr Lieben. Guten Abend, liebe Silvia. Karl schreibt, hallo, liebe Helmut und alle Lieben hier. Hallo, lieber Karl. Jens, herzlich willkommen. Fragen und Mitteilungen sind jederzeit willkommen, liebe Freunde. Eine liebe Facebook-Freundin, die jetzt noch nicht aktiv jetzt hier ist, hat mir was auf Messenger eine Frage gestellt, die ich vorlesen möchte, ob ich dazu was sagen kann. Alexandra, herzlich willkommen. Supriya schreibt, hallo, liebe Helmut und alle anderen, ich muss zwischendurch kurz Anne anrufen und Heilerin von mir. Kerstin, herzlich willkommen. Uli schreibt, guten Abend, all ihr Lieben. Guten Abend, lieber Helmut. Danke, dass du da bist. Danke, liebe Uli und ihr allen, dass ihr alle da seid, ja? Dass wir alle hier sind. Was wäre das Ganze ohne uns? Jens schreibt, guten Abend, liebe Helmut und all ihr Lieben. Detlef, herzlich willkommen. Ja, eine Facebook-Freundin schreibt Folgendes. Lieber Helmut, ich stelle eine Frage für eine Freundin von mir, dessen Name ich nicht nennen möchte. Hier ist die Frage. Warum beurteilt, verurteilt und verletzt meine Schwester permanent andere Menschen, indem sie so schlecht über ihre eigenen Kinder spricht, über ihre Schwestern und dessen Partner? Und das von morgens bis abends, vor allem hintenrum. Weiter schreibt die liebe Facebook-Freundin, es ist wie, als ob sie mich von innen damit schwarz malt, wo ich mich damit nicht wohlfühle. Sie schreibt, wie gehe ich damit um? Was kann ich dagegen tun? Wie kann ich ihr helfen, wenn sie sich gar nicht helfen lassen will? Wie wird es erträglicher sein im Umgang mit ihr, wenn ich keine Wahl habe, ihr zu entkommen und gezwungen bin, mit ihr zu sein, weil ich gerade keine andere Möglichkeit habe? Je nach Perspektive auf diese Frage würde ein Therapeut anders antworten und ein Familienaufsteller würde auch wieder anders und ein Psychologe würde auch wieder anders antworten. Es gibt generell keine richtige oder falsche Antwort. Ratschläge sind ja auch oft immer Schläge. Also,
Wie geht man damit um? Am besten geht man gar nicht damit um. Ja, wie will man damit umgehen? Was kann man dagegen tun? Was kann man dagegen tun? Ja. Vor allem, wenn man, wie du schreibst, es keine Möglichkeit gibt, ihr zu entkommen. Ja, also man einem, wie du schreibst, und gezwungen bist, also einem Zwang unterliegst, mit ihr zu sein. Ja. Ja, zuerst einmal, wenn man solchen Menschen begegnet, in der direkten, unmittelbaren Begegnung, weiß man ja, was einen erwartet. Ja, man ist also da nicht unvorbereitet. Von daher braucht es keinen Widerstand und man muss auch da nichts. Man kann ja nichts machen, ne? Der Mensch ist, wie er ist. Und warum der Mensch so ist, das wissen wir nicht. Wir wissen ja gar nichts. Ja? Auch Helmut hat keine Ahnung. Es kommt alles darauf an, auf dem spontanen, unmittelbaren Erleben mit einem Menschen. Und wenn mir ein Mensch so begegnet, von dem man weiß, er ist so und so und er wird jetzt wieder seine alten Schallplatten abspielen, dann ist man ja nicht unvorbereitet. Oder? Einfach sein lassen. Durchfließen lassen. Ja, wenn da noch Betroffenheit ist, ist wieder diese Betroffenheit zu spüren, zu fühlen. Diese Ohnmacht. Nichts machen zu können. Ja? Still bleiben, präsent bleiben, gegenwärtig bleiben, keinen Millimeter in die Vergangenheit gehen, keine Millimeter, keine Sequenz in die Zukunft, in keine Vorstellung gehen. So als wenn man diese Schwester zum ersten Mal begegnet, obwohl man ja weiß, was einen erwartet. Diesen Widerspruch. Ja. Dein Herz kennt keinen Widerspruch damit zu sein. Du musst gar nichts machen mit deiner Schwester. Du musst ihr gar nicht helfen, weil sie ja gar nicht auch in der Lage ist, dass sie Hilfe annehmen möchte. Ja? Wir wissen ja gar nicht, was dieser Mensch noch, wie tief er noch leiden muss, was für Erfahrungen er machen soll, muss, kann. Ihn einfach lassen, indem du selber dich lässt. Losgelöst, dein Bewusstsein ist gefragt. Aus einer gewissen Perspektive kann man sagen, dass diese Schwester für dich dann in dem Moment ein Guru ist, ein Lehrer, indem er dir zeigt, wie weit du schon in dir gefestigt bist, dich nicht mehr davon ins Entsetzen treiben zu lassen, dass du gelöst bleiben kannst. Im Frieden mit dir selber, in der Liebe mit dir selber bleiben kannst. Wie viel Liebe du für dich selber schon hast, wie kraftvoll sie ist, mitfühlend, wenn es geht, zu bleiben, aber nichts machen zu müssen. Kapitulieren, aufgeben, sich ergeben, entwaffnen, vor allem dich selbst entwaffnen, indem du weniger und weniger wirst. Wenn niemand da ist, wer kann da noch angegriffen werden? Verletzt werden kann immer nur ein Widerstand, eine Form. Je kraftvoller, je verfestigter die Form ist, umso mehr prallt dann der Widerstand darauf. Wenn du so bist wie ein Blatt im Winde, fließt es so durch. Nur ein starrer Baum kann gebrochen werden. Ein Baum, der schmiegsam ist, geht mit dem Sturm up und down. Aber er bricht nicht.
Letzten Endes sind das alles nur Geschichten. Ja? Das ist eine Geschichte. Wie geht man mit was um, ist eine Geschichte. Weil es ja jetzt gerade nicht hier ist. So ist es mit allem. Jede Begegnung immer wieder neu zu erleben, wie zum ersten Mal. Im Anfängergeist, nichts wissend. So im Schauen verweilen, so wie jetzt. In einer Unschuld, wie er ein kleines Kind. Ruhend in deinem wahren Selbst, das unbeeindruckt bleibt von diesen Traumerlebnissen oder in dem Fall Albtraumerlebnissen. Ja? Zu wissen, dass alles Traum ist, kann auch helfen zu sehen, ja, auch ein Albtraum ist nur ein Albtraum. Auch das geht vorüber. Solange wir was wollen, solange wir was erreichen wollen, dann beginnt der Schmerz, das Leiden, der Widerstand. Wenn du nichts mehr erreichen möchtest mit diesem Menschen, mit dieser Schwester, wenn du sie so total so sein lassen kannst, ohne Bewertung, ohne Urteil, wird sie sich vielleicht von dir ganz abwenden. Und dann bist du dieser Situation auch nicht mehr ausgesetzt. Du musst gar nichts machen, wenn du einfach frei in dir selber bist, dann bist du durchlässig, dann fließt alles durch. Du bewertest nicht mehr, du kämpfst nicht mehr, du argumentierst nicht mehr, du diskutierst nicht mehr, du gibst deine Meinung nicht mehr zum Besten. Du lässt deinen Verstandesgeist zwar rasseln, aber du glaubst auch deinen eigenen Gedanken nicht mehr. Du lässt es einfach. Und dann schauen, was geschieht. Das ist eine ungewöhnliche Antwort für Menschen, die mit Therapien arbeiten oder mit Familientherapie. Da gibt es vielleicht andere Ratschläge, die da vielleicht helfen können. Keine Ahnung. Wo waren wir denn jetzt hier? Jens hatte schon begrüßt. Detlef, herzlich willkommen. Kerstin schreibt: Hallo, liebe Helmut, seid alle lieb gegrüßt. Hallo, liebe Kerstin. Lisa schreibt: Namaste, liebster Sri Helmut. Herzensgrüße hier an alle Lieben. Danke schön, liebe Lisa. Danke für deine spürbare Liebe. Suva schreibt: Namaste, liebe Helmut und all ihr Lieben in der Runde des Erkennens in Liebe. Ah, des Erkennens in Liebe. In der Liebe zu sein, ist das Wunderbarste. Denn es befreit dich von jeder Notwendigkeit, etwas zu brauchen. Auch von einem anderen Menschen etwas zu brauchen. Das Schönste ist, in der Liebe den anderen Menschen zu lassen, so wie er ist, ohne etwas von ihm zu brauchen. Thomas, herzlich willkommen. Super. Thomas schreibt: Schönen guten Abend, ihr Sanften. Danke, lieber Thomas. Auch dir einen schönen guten Abend. Ilka,
Eva, herzlich willkommen. Bijare schreibt, obwohl kein Ton, sage ich jetzt schon Namaste, ihr lieben Freunde der Wahrheit. Ja, ich hoffe, ihr hört alles ganz gut. Ihr habt einen Ton. Diana, Eva, herzlich willkommen. Eva schreibt, guten Abend, lieber Helmut und all ihr Leben. Guten Abend, liebe Eva. Elisabeth, herzlich willkommen. René, herzlich willkommen. Michael schreibt, Egos wollen sich manchmal austoben und der Verstand vergleicht andauernd. Nicht jeder sieht es so. Viele Menschen halten sich für den Verstand. Schreibt er noch dahinter, Hypnose, ja. Ja, die Hypnose wirkt so stark in diesem Lebensraum. Das ist nun mal so. Brigitta, herzlich willkommen. Elisabeth schreibt, hallo Helmut, hallo ihr Lieben. Hallo liebe Elisabeth. Katrin, Maria, herzlich willkommen. Diana schreibt einen wunderschönen guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Tag und dass es euch allen gut geht. Ja, danke, liebe Diana, für deine guten Wünsche. Sian, herzlich willkommen. Jale schreibt, wenn dich etwas ärgert, entziehe ihm seine einzige Macht, deine Aufmerksamkeit. Ja, soweit es möglich ist, zu ignorieren, ist eine gute Möglichkeit. Komala, herzlich willkommen. Bijare schreibt, war dumm und hat mich selber vom Ton ausgeschlossen. Ah, da fällt mir ein Stein vom Herzen, liebe Bijare. Komala schreibt, Kuckuck, Kuckucksrufs aus Karlsruhe, ihr lieben Freunde. Ja, ich habe schon gesehen, liebe Komala, heute habt ihr ja richtig schönes, warmes Wetter heute, schon morgen, um 9 Uhr morgens, 25 Grad in Karlsruhe. Da war es hier, obwohl schön die Sonne schien, in Köln 19 Grad noch angenehm. Michael schreibt, früher dachte ich, die Liebe meiner Mutter zu brauchen. Als ich sie nicht mehr brauchen wollte, erhielt ich die Liebe automatisch. War so im So-Sein. Ja, das ist so heilend, wenn wir nichts mehr brauchen in Liebe, was uns da an Liebe überfließt und was wir da an Liebe empfangen, wenn wir nichts mehr brauchen. Wie wir da duschen unter der Liebe, wie wir da baden in der Liebe. So wie hier, liebe Freunde. In diesem wunderbaren Satsang, der Begegnung in Wahrheit, in Liebe badend. Bea schreibt, guten Abend an all ihr lieben Seinsfreunde. Guten Abend, liebe Bea. Sabine schreibt, guten Abend, liebe Helmut und alle Lieben hier in der Seinsrunde. Ja, danke, liebe Sabine. Bijare schreibt, ein Tag im So-Sein geht zu Ende, nehme das mit in die Nacht. Aber wie? Und lacht. Es nimmt dich mit, liebe Bijare. Das So-Sein nimmt dich immer mit, wo immer du bist. Conny, herzlich willkommen. Anja, herzlich willkommen. Komala schreibt, ja, ich war in Heidelberg die letzten 2 Tage wirken und jetzt gerade nach Hause gekommen. Ja, Fragen und Mitteilungen sind jederzeit willkommen, liebe Freunde. So wunderbar im wahren Selbst, in diesem erleuchteten Zustand,
zu baden. In diesem Vollzug des zeitlichen Lebensraums. Die Zeit ist zwar illusorisch, aber dennoch kostbar, sie nicht mit zu vergeuden und bewusst zu gründen im wahren Selbst. Denn das ist das Einzige, was erfüllend ist in diesem Lebenstraum. Sich zu erleben in dieser Gleichzeitigkeit, in diesem vorübergehenden Menschsein, in dieser Form, in der wir alle so individuell sind und gleichzeitig als diese unbeschreibbare, zeitlose, formlose Gegenwärtigkeit. Die immer hier ist, auch wenn unsere menschliche Form in diesem Lebenstraum vergangen ist. Sandra, herzlich willkommen. Eva schreibt, ich mache seit fast 2 Jahren das, was du immer erzählst, lieber Helmut, bis ich am Ende nichts mehr erwartet habe. Und nach so viel Zeit scheint sich alles aus heiterem Himmel zu lockern. Das ist cool, liebe Eva. Ja, darum geht's, ne? All die Verfestigungen und Erstarrungen, ja, diese Prägungen, die auch in unserem eigenen Geist sich so kristallisiert haben, aufzulösen, zu lockern. Das dauert scheinbar seine Zeit, so wie ein fauler Zahn auch lange dauert, bis er sich lockert und bis man ihn entfernen kann. Oder von selbst sich entfernt. So entfernt sich alles von uns selbst, was faul ist, was nicht mehr zu uns gehört. Bis wir wieder erkennen, dass wir all das sind. Ja? Alles sind wir, aber aus einer ganz anderen Perspektive betrachtet, aus einer Perspektive der Seinsweise in Weite. Nicht mehr so eng, aus dem Kopf, aus der Erstarrung, nein, aus dem fließenden Fluss der Lebendigkeit und des tiefen Erkennens, dass uns nichts gehört in diesem Lebenstraum, dass alles nur erscheint für einen Moment wie ein Götterfunken und dann schon wieder ein neuer Lichtstrahl erstrahlt, alles ständig sich verändert. Und dennoch ruhen wir als das Unveränderliche in all dem, das, was gerade aus deinen Augen schaut, diese unveränderliche Liebe, die immer hier ist. Unser Herz, was immer nur darauf gewartet hat, dass wir endlich hier uns gründen. Cornelia, herzlich willkommen. Michael schreibt, das Selbst ist Liebe, die keine Liebe braucht, ist wie Automatik zu fahren.
Ja, die Automatik zu fahren, lieber Michael, ist das Bewusstsein, was du bist, was wir sind, was gelöst in diesem Ruhen, in unserem wahren Selbst. Jedes Geschehen in diesem Lebenstraum lenkt. Das gibt einem diese Erfahrung, wenn du so willst, dass alles automatisch läuft, ein Flow im Lebensfluss zu fließen, floating with life, mit dem Leben fließend. Das Bewusstsein lenkt, keiner mehr da. Aus dem persönlichen Gefühl, ich mache was oder ich muss was erreichen, wie gehe ich mit was um? Alles lockert sich, löst sich auf und alles ist immer wieder ein spannendes, neues Erleben. Wow, ja. Manchmal angenehm, manchmal unangenehm am Natur. Ja. Alles gehört in der Dualität dazu, zudem. Manchmal ist es eben, dass es uns betroffen sein lässt, schmerzhaft sein lässt und dann auch wieder beglückend. Und dann wir brauchen manchmal auch den Schmerz zu erleben und auch die Betroffenheit, um wieder uns zu erinnern und auch zu erkennen, dieses Mitgefühl für uns selber wieder zu erleben. Uns wieder zu erinnern, hey, hier spielt die Musik in unserem eigenen Herzen. Und dann dürfen auch immer wieder Tränen fließen. Das ist so wunderbar. Denn alles ist die Liebe, die wir sind. Sie zeigt sich in allen Facetten des menschlichen, in menschlicher Form, was sich überhaupt zeigen könnte. In allem Vorstellbaren und auch in allem Nichtvorstellbaren. Bejare schreibt, höre gar nicht so richtig auf deine Worte, bin trotzdem berührt. Ja, das ist es, liebe Bejare. Strengt euch alle nicht an, irgendetwas zu verstehen. Es muss hier nichts verstanden werden. Ich verstehe mich ja selber nicht. Weiß ja selber nicht, was hier fließt. Alles kommt aus dem Nichtwissen und fließt sofort wieder ins Nichtwissen zurück. Komala schreibt, auch in Heidelberg war es wunderschön am Neckar. Diana schreibt, ich bin heute müde, war den ganzen Tag in der Natur. Ich liebe es, einfach sein. Premdeva schreibt, ich habe seit vielen Jahren eine ziemlich komplizierte Beziehung zu meiner Tochter. Wahrscheinlich nicht nur du alleine, liebe Premdeva. Gesegnet, wer sie nicht hat. Ja. Aber es ist nun mal so, wie es ist. Ja. Wir können es uns nicht aussuchen. Das Leben ist wie eine Wundertüte, ja. Du greifst in etwas rein und da kommt was raus. Manchmal eine angenehme Überraschung und dann auch schon wieder, oh, ups, was ist das denn? Weiter schreibt Premdeva, öfters habe ich das Herz schwer und frage mich, ob sie mich liebt. Sollte ich ihre Liebe nicht brauchen? Nein.
Das solltest du nicht, liebe Premdeva. Es reicht, wenn du in Liebe mit ihr bist. Egal wie kompliziert, schwierig, wie auch immer es geartet ist mit deiner Tochter. Du bist die Mutter und die Mutterliebe ist die größte Liebe. Da gibt es nun mal nichts. Ja? Liebe einfach, weil du liebst. Das ist genug. Nicht, weil sie so und so ist und weil es besonders schön oder schrecklich ist. Einfach bleibe im Mitgefühl und der Liebe. Denn deine Tochter hat ihr eigenes Leben und sie hat ihr eigenes, wenn du so willst, Schicksal oder das, was sie zu erleben hat. Wir wissen nicht, was für einen anderen Menschen gut ist. Und wir können auch da oft nicht helfen. Selbst wenn wir sehen, mein Gott, sieht sie denn nicht, was sie mit sich macht. Es ist besser, in Liebe zu bleiben, bis zum letzten Atemzug. Aber nicht die Liebe zu brauchen. Liebe zu brauchen ist immer ein Mangel an eigener Liebe, die man selbst noch nicht hat in sich, in der Erfülltheit der Liebe. Wir brauchen überhaupt keine Liebe von außen. Liebe verschenkt sich, Liebe gibt. Das ist ihre wahre Natur. Es reicht einfach, dass du liebst. Du musst nicht geliebt werden. Weder von deiner Tochter noch von sonst jemandem. Liebe einfach. Das ist genug. Das ist natürlich. So liebt es die Liebe, die du bist. Dass du einfach nichts willst, nichts brauchst, sondern einfach dich verschenkst in Liebe. Ohne Erwartungen, ohne Vorstellungen. Liebe ist kein Geschäft. Liebe ist ein Fließen, ein sich übergeben, ein von sich lassen. So ist es, dass die Liebe uns zum Höchsten erwachen lässt. Weil sie nimmt uns alles, was wir nicht sind. Sie verbrennt, wenn du so willst, alle unsere Eigenheiten, unser Wollen, dieses sogenannte Ego. Es verbrennt in der Liebe. Deswegen meiden ja die Leute die Liebe. Weil sie wollen ja festhalten an ihrem Ich, Ich, Ich. Mein, mein, mein. Selbst wenn man sagt, meine Tochter, mein, 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 mein Sohn, meine Tochter. Uns gehört nichts. Es gibt kein Mein. Zwar benutzen wir Mein als Navigation, um uns auszudrücken in diesem Lebenstraum, aber vom Herzen her musst du spüren, dass dir nichts gehört. Auch wenn du mein sagst. Liebe lässt frei. Liebe ist die Freiheit an sich. Es gibt nichts Freieres, als die Liebe selbst zu sein. Sie bedingt nichts. Keine Umstände. Die Liebe nimmt alles von dir. Deswegen meiden die Leute die Liebe.
Es ist wie ein Sterben. Es verbrennt alles. Nichts bleibt von deinem eigenen, für das, was sich der Mensch gehalten hat, was er geglaubt hat. All seine Überzeugungen, Bewertungen, Urteile, alles geht den Bach runter. Es ist wie Sterben. Stirb, bevor du stirbst, heißt ein Aufblühen, wo nur noch die Liebe bleibt. Und sie ist hier, in der Gegenwärtigkeit, die du bist. Die Liebe kennt ihren eigenen Namen nicht. Sie braucht es nicht. Liebe kennt nichts und erkennt sich doch in allem. Liebe ist vollständiges Nichtwissen. Die Liebe, so wie bei einem neugeborenen Kind, was wir ja selbst auch waren und was wir immer noch sind. Alles weg, alles, was wir uns angeeignet haben, ja, was verhindert hat, dass wir wieder ganz in der Liebe sind. Das wird alles weggeräumt wieder, ja, sodass nur noch dieses reine Schauen bleibt. Ein Schauen wie zum ersten Mal. Das ist dieses göttliche Schauen der Liebe, die ist unbeschreibbar, unfassbar. Silvia, herzlich willkommen. Michael schreibt, das Selbst erschöpft sich nicht, obwohl alles erschafft im Lebenstraum. Ja. Es ist ein ständiges Überfließen dieses Erfülltseins, was du selber bist. Bijabe schreibt, bin immer noch, immer wieder im Ego, will Aufmerksamkeit und toll sein und bin doch sowieso einzigartig, also keine Anstrengung nötig. Ja, nötig ist sie nicht, aber wenn sie geschieht, geschieht sie halt, liebe Bijabe. Sei einfach einverstanden mit allem, was erscheint. Verurteile dich vor allem nicht, wenn es anders läuft als wie in deinem spirituellen Wissen und gedacht, geglaubt. Ja? Ja. Wir haben keine Ahnung, was im nächsten Augenblick geschieht. Weder du, noch ich, noch sonst jemand. Bleib einfach immer nur staunen. Wow, da ist wieder eine Energie, die scheinbar Aufmerksamkeit an sich ziehen will oder toll sein will. Ja? Bleib spielerisch. Bleib einfach. Sei okay mit allem, was erscheint. Immer wieder dieses Okay-Sein mit allem. Es gibt kein richtig oder falsch. Und danach gibt es auch kein Bin immer noch. Bin immer noch, was ist denn das? Eine Bewegung in Zeit. Ja? Das ist ein Abgleichen von, aha, das kenne ich. Löse dich davon, bleib zeitlos her. So wie zum ersten Mal taucht eine Aufmerksamkeit auf. Wow, ja, toll. Etwas zu wollen taucht auf. Bleib humorvoll damit, mit all dem, was auftaucht. Ja? Mit dem Willen.
Das gehört alles zu dem göttlichen Spiel dazu. Das ist oft in diesem spirituellen Kontext, wird immer gedacht, hey, das sollte jetzt nicht mehr sein. Ich habe gedacht, ich wäre schon darüber. Das hätte sich für mich erledigt. Was von Stress? Unnötig. Vor allem gibt es das gar nicht. Das sind alles nur Konzepte. Ja? Und das schlimmste Konzept ist das Erleuchtungskonzept. Ja? Dass man dann nur noch auf Wolke 7 dahin fließt. Im Nirvana. Die Neurosen bleiben bei jedem. Ja, auch bei dem edelsten, erwachten und erleuchteten Menschen, der hat immer noch seine Ticker. Ja. Der eine so, der andere hat diese Vorlieben, der andere hat jene Vorlieben. Unberechenbar. Ja. So ist das Leben. Sei selbst unberechenbar, dass du selbst dich nicht mehr berechnen kannst. Dass du immer wieder staunend feststellst, wow, was jetzt schon wieder jetzt erscheint. In diesem göttlichen Kino, was du selber bist, von dem du ungetrennt bist. Genieß einfach die Show. Gelassenheit stellt sich ein. Lockerheit stellt sich dann von selber ein. Gelöstheit stellt sich von dann selber ein. Erwartungsfreiheit stellt sich dann von selber ein. Vorstellungsfrei. Selbst wenn all der ganze Kram wieder auftaucht. Wenn alle Vorstellungen wieder auftauchen im vorstellungsfreien Theater. Vor allem versuch, nichts hier zu verstehen. Versuche, ja, befreie mich von allen Versuchungen, dass ich versuche, noch etwas zu erreichen, etwas zu werden, zu wollen, etwas darstellen zu wollen, etwas sein zu wollen. Vergesst den ganzen Kram. Das sind alles nur Karotten im Hamsterrad. Der Coach, hey, ich mache jemand etwas Besseres aus dir und so. Lach diese ganzen Coaches doch aus. Ja? Lass sie alle viel Geld verdienen. Ist doch alles sowieso nur Komödie. Alles vergänglich. Es gibt doch nichts Wertvolleres als den Moment, den wir hier haben. Denn das ist hier der Geschmack des Lebens, der wir sind. In dieser Reinheit, unverfälscht, mit all unseren Schwächen und Stärken, sind wir einfach ungeboren, geboren hier, scheinbar geboren. Lubomira, Lubomira, herzlich willkommen. Eva schreibt, ich meinte verhärtete menschliche Beziehungen. Ich habe in Liebe losgelassen und die Lockerung kommt von meiner Tochter unerwartet. Ja, alles kommt, wenn wir wirklich ehrlich mit uns selber sind und ehrlich wirklich in der Lage sind, nichts mehr zu erwarten. Und in der Lage sind, in Liebe loszulassen. Losgelassen hast die das Erwartete von deiner Tochter. Nichts mehr erwartet. Und dann, wenn wir nichts mehr erwarten, kann das Unerwartete kommen. Aber du erwartest es nicht. Wenn es kommt, dann kommt es. Und wenn nicht, ist auch okay. Schön, wie in deinem Fall jetzt, liebe Eva, wenn es unerwartet schön kam. Aber wenn es nicht gekommen wäre, ist genauso okay. Du bleibst im Gleichmut. Gleichgültig in einer neuen, nicht in gleichgültig, dass ja alles egal ist, nein, gleichgültig,
dass beides in ihrer Gültigkeit gleich ist. Das Unerwartete, was Schönes kommt oder eben halt nichts kommt. Du bist deswegen ehrlich mit dir, weil dein in Liebe, dein Losgelassensein authentisch ist. Dr. Johannes, herzlich willkommen. Bea, herzlich willkommen. Dann schreibt Eva, doch, du hast recht, ich wurde mit der Zeit lockerer. Erst nachher wurde es gespiegelt, komme ich gerade drauf. Ah, lockerer werden ist immer cool. Manchmal kann man es, manchmal nicht. Ne? Manchmal kommt auch die Anspannung wieder zurück. Ist auch okay. Ne? Wunder dich über nichts mehr. Von völlig lockeren Zustand in einen angespannten wiederzufallen. Dann aber wieder zu sehen, hey, innehalten. Denn wenn wir angespannt sind, ne, ist unser Erleben ja nicht in der Weite. Dann ist es ja eng. Ne? Ein enges Erleben ist immer ein Anzeichen für, dass wir nicht locker sind. Ne? Dass wir nicht gelöst sind. Dass wir uns irgendwas wieder mit was verfangen haben. Was gar nicht zu uns gehört. Ne? Wie verrückt, ne? Unnötig. Aber wenn es dann so ist, sei einfach okay damit. Auch das Unnötiges einfach dich hat anspannen lassen. Und dann geschieht wieder absichtslos, mühelos, nach einer Weile wieder Lockerheit. Michael schreibt, der Körper von Michael ist krank. Viele Schmerzen. Früher wollte das ich hart sein, doch im Schmerz liegt absolute Weichheit und Akzeptanz. Michael ist okay damit. Ja. Der Schmerz ist unter Umständen, in bestimmten Kontext ist der Schmerz ein guter Lehrmeister, uns zu erkennen zu lassen, wo wir stark in einem Widerstand uns festgefahren haben. Wo wir vielleicht nachher, nach einer Weile gar nicht mehr anders können, wie kapitulieren, uns ergeben, ohne dass da jemand ist, der kapituliert oder sich ergibt. Das fällt alles mit weg, mit dem in dieser Hingabe, mit diesem Ergeben. Da ist dann niemand mehr. Da bleibt nur noch sein. Wenn alles gestorben ist in uns, wenn alles verbrannt ist. Supriya schreibt, ich kenne ja die Frau, die depressiv krank ist. Im Moment habe ich Kontakt abgebrochen, ihre Tochter in psychischer Behandlung. Jugendheim. Wenn sie mit mir schreibt, dauert nicht lange, dann kritisiert sie mich, was ich all nicht kann. Doris, Yvonne. Und was hat er? Und noch eine Doris, zwei Doris. Herzlich willkommen. Marianne, herzlich willkommen. Premdeva schreibt, vielen Dank, Helmut, Tränen fließen. Ja, wunderbar, liebe Premdeva. Das ist das Wunderbarste, wenn das geschieht. Das ist das Herz, was sich zeigt, wenn wir aufgeben, wenn sich die Schleusen öffnen, wenn der Macher
der Kämpfer abwesend ist, was ja keiner machen kann, wenn es geschieht. Und das ist ein Segen. Es ist so ein Berührtsein, wenn Tränen fließen und wenn wir das spüren, wenn Menschen in Tränen sind. Wenn wir in der Lage sind, damit mitzufühlen, präsent, gegenwärtig zu bleiben und mitzufühlen mit den Tränen, mit unseren eigenen und von denen unserer lieben Freunde oder Familienangehörige oder Beziehungspartner. Diana schreibt, ich liebe die Liebe. Ja, es ist wie Sterben, dieses Gefühl kenne ich. Und manchmal braucht es sehr lange in einem Menschen, bis er in der Lage ist, von sich zu lassen, als diese Ich-Vorstellung, bis die sich erlöst. Das, wenn es geschieht, ist es tatsächlich eine Gnade. Es ist eine Gnade, wenn es geschieht. Es ist deshalb eine Gnade, weil es niemand hier ist, der es machen kann. Weil es ist ja der Macher, der verschwindet. Silvia schreibt so schön Worte von der Liebe. Danke, liebe Helmut. Herzensgerne, liebe Silvia. Kumala schreibt, habe diese Tage meinen Zwillingsbruder aus Berlin zu Besuch. Das ist so wunderschön und ich bin ganz glücklich. Was für ein Segen, liebe Kumala. Genieße dieses gemeinsame, vertraute Zusammensein. Das sind Geschenke des Lebens in diesem Lebensraum. Eva schreibt, du berührst jetzt mein Herz. In Klammern schreibt Eva, schön, dass ich heute hier sein kann. Eva schreibt weiter, ja, gerade so liebt man ein Kind. Vielleicht nicht nur ein Kind, schreibt Eva, ja. Eva schreibt weiter, oft werden nicht einmal unsere Geschenke angenommen. Auch dann kann man weiter Liebe ausstrahlen. Ja, auf jeden Fall. Der Gebende in Liebe sollte dankbar sein. Nicht der Nehmende. Es braucht den Nehmenden nicht dafür. Der Gebende sollte dankbar sein, weil ohne einen Nehmenden ist ja gar kein Geben möglich. Eva schreibt weiter, wie schön heute deine Worte zu hören, die passen zu jeder Art Liebe. Ja, alles ist ein Geschenk. Das größte Geschenk ist, dich selbst in Liebe zu erleben. Dieser Reichtum ist der größte Reichtum in diesem Lebenstraum, der erlebbar ist. Denn dieses Geschenk, sich so zu erleben in Liebe, was für ein Reichtum. Unfassbar. Nichts mehr zu brauchen. So gesegnet in Liebe. Bist du in der Lage,
jeden Augenblick zu sagen, danke. Auch wenn es dein letzter Augenblick ist in diesem Lebenstraum. Du bist reich erfüllt, jeden Augenblick alles von dir zu lassen. Selbst auch dein eigenes sogenanntes Leben zu verlassen. In jedem Augenblick so, als wenn es dein letzter wäre, zu verweilen. In diesem Licht, in dieser Kraft der Liebe. So wie gerade. Das ist die wahre Natur von Sein in der Weite, dein wahres Selbst. Ramona, herzlich willkommen. Uli schreibt, wie fühlt es sich an, wenn man ganz aus der Illusion, ich bin eine Person, aussteigt? Unbeschreiblich, liebe Uli. So fühlt sich das an. Es ist der endgültige Ausstieg nach einer langen, langen Reise. Ja, es ist so, als wenn du aussteigst aus einer langen, langen, tagelangen, wochenlangen, lebenslangen Zugfahrt, wo du alles durchlebt hast, ja. Die Hitze, die Dürre, die Kälte, die tagelangen Fahrten durch den Tunnel der Dunkelheit, einer Zugfahrt, die tagelang, wochenlang, ewig scheinbar in Dunkelheit durch Tunnels ging, nie wissend, wo du ankommst. Und plötzlich steigst du aus, so wie du schreibst. Du steigst aus diesem Zug aus. Du weißt einfach, du erkennst einfach, du bist in einem unbeschreiblichen Hiersein. Weiter schreibt Uli zu ihrer Frage, wie es sich anfühlt, wenn man ganz aus der Illusion der Ich bin eine Person aussteigt, alles verlernen, was ich gelernt habe. Wie ist das Menschsein dann? Sorry, wenn es eine dumme Frage ist. Also zuerst mal, Uli, es gibt überhaupt keine dummen Fragen. Es sind nur coole Fragen, es sind coole Fragen. Alles sind, alle Fragen erscheinen einfach in diesem grenzenlosen Raum hier. Ja, wo es kein richtig und falsch gibt, wo Helmut auch keine Ahnung hat. Ja? Ich habe ja gar keine Ahnung. Wie ist das Menschsein dann? Es ist wie ein offener Raum zu sein, liebe Uli. Ein offener, grenzenloser Raum, in der Gleichzeitigkeit in diesem Lebenstraum nach wie vor zu sein, solange der Körper ja hier in dieser Form erscheint und aus dem es ja kein Entrinnen gibt und gleichzeitig diese Wahrheit zu sein, die nicht beschreibbar ist und nicht zu fassen ist und die zeitlos hier auch ist.
Und wie fühlt es sich an? Es kann sich ganz normal anfühlen, ja, in den alltäglichen Begebenheiten. Es geht weiter, ja, der Lebenstraum fließt ja weiter. Nur ist es eben ein Erkennen, wenn man so will, dass das nicht alles ist, was ist, dass das nur eine kleine bedingte Form ist von dieser Unbedingtheit der Unfassbarkeit, die bedingungslos auch hier ist. Und das relativiert dann diese Erscheinungsform von Helmut in diesem Lebenstraum schon mal gewaltig. Also dieser Helmut ist immer noch hier mit seinen ganzen Neurosen und dies und das und ja, der Verstandesgeist mit all seinen Wolken erzeugen und was er alles so erzeugen kann, ja. Aber er hat nicht mehr diese Bedeutung, er hat nicht mehr diese Kraft, also das hier, was hier ist, dieses Sein zu beeindrucken. Sind einfach nur Erscheinungen, wie Himmel am Himmel Erscheinungen erscheinen. Wolken, Gewitter, mal mehr, mal weniger. Und dann wieder wolkenloses, grenzenloses Nichtssein. Joachim. Herzlich willkommen. Eva schickt ein Smiley. Michael schreibt, ich lernte auf Facebook einen Guru kennen, der gerne und oft Erleuchtungsmärchen verteilte. Aus reiner Lebensfreude. Ja. So cool, ne? Was man hier auf Facebook alles so kennenlernen kann, ne? Scheinbar. Kalani Simone schreibt, welche Freude, dies alles zu hören, lieber Helmut. Fühl mich so lebendig gerade wie von selbst. So soll es sein, liebe Kalani Simone. Wie von selbst seiend gelöst, unmittelbar, unfassbar, lebendig. So frisch und neu. Ein Lebendigsein wie ein Fisch, der zum ersten Mal sich im Wasser bewegt. Andrea, herzlich willkommen. Supriya, herzlich willkommen. Supriya schreibt, guten Abend in dieser göttlichen Komödie. Ja. Das ist es, ja, so, ja, wohl wahr, liebe Supriya. Scheinbar, ne? Ja. Diana schreibt Antwort an Uli, es gibt keine dummen Fragen. Ja. Eva schreibt Gleichmut. Stimmt, ich muss das behalten, was ich erreicht habe. Gleichmut in Liebe. Okay sein damit, dass es wieder anders kommen kann und vielleicht wieder anders kommt. Du hast recht. Ja, du schreibst, ich muss, du musst gar nichts und behalten kannst du auch schon mal gar nichts, liebe Eva. Und erreicht hast du auch nichts. Ja, das ist der Gleichmut der Liebe. In diesem Erkennen, dass da keiner mehr ist, der was muss. Oder behalten kann oder muss und erreicht hat, ja, dann bist du wie von selbst in dieser göttlichen Komödie im Gleichmut in Liebe. Ja, richtig mutig, ja. Hellmutig. Uschi, herzlich willkommen. Renate, herzlich willkommen. Supriya schreibt, ich habe gedacht, du sagst was dazu. Tja, kannst du mal sehen, liebe Supriya. Es kommt immer anders, wie man
Ne? Weiter schreibt Subriya, ist das Abbrechen richtig, wenn ich zu viel Kritik ernte? Nein, es ist nicht falsch. Ist das Abbrechen richtig? Ja, es ist richtig. Du bist immer richtig, liebe Subriya. Sucht sie einen Ersatz, oh, was ist das passiert? Sucht sie einen Ersatz für Tochter? Das sollte dir ja mal wirklich vollständig egal sein, liebe Subriya, was sie sucht, was ihre Sucht angeht, ihre Süchte angeht. Ja? Jeder muss mit seinen Süchten selbst klarkommen und auch sie sich lösen von den Süchten. Niemand anders ist dafür verantwortlich. Es gibt ja auch Suchtanstalten, ja, wo man mit Süchtigen arbeitet, aber du bist ja kein Suchttherapeut. Ne? Also, was dir nicht gut tut, lass die Finger davon. Es sei denn, du verbrennst dir gerne nach wie vor die Hände an einer heißen Herdplatte. Es gibt ja Menschen, die das scheinbar mögen, sich selbst Schmerz zuzufügen. Immer wieder, ja. So wie Masochisten, ne? Wenn das einer genießt, ja, meinen Segen hat jeder dazu, ne? Jeder soll ja da nach seinem Gutdünken hier gut durch das göttliche Traumkino kommen, ne? Ist ja alles erlaubt, beziehungsweise ist ja alles möglich in diesem Traum der Dualität im Bewusstsein. Aber wenn du es nicht mehr brauchst jetzt in diesem Augenblick, wenn du erkennst, hey, du bist immer richtig und lass die Finger von all den anderen, die dir nicht gut tun, bleib alleine, erwarte nichts, hab keine Vorstellungen mehr, geh nicht mehr in irgendeine Geschichte. Bleib einfach nur in der Liebe zur Gegenwärtigkeit. Mehr braucht's nicht. Ulrike, herzlich willkommen. Larisse, Gabrielle, herzlich willkommen. Gerade am Schluss. Wir machen ja heute schon Überstunden. Und für alle, die später gekommen sind, die können sich das gleich dann noch oder später oder wann auch immer noch mal anschauen. Das Tolle an Facebook ist, alles wird aufgezeichnet und kann immer sich nochmal angeschaut werden. Bea schreibt, gute Nacht, liebe Freunde. Prem, Deva, Jens, Uli. Ja, Diana. Michael schreibt, Gertrud sagte gerade, es fällt ihr leicht, bedingungslose Liebe zu schenken. Aber Selbstliebe fällt Gertrud schwer. Das ist eine Konditionierung. Ne? Wir sind alle so geprägt. Das soll nicht sein, das ist Ego, da, 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 an sich denken und dies und das. Alles dummes Zeugs. Kann alles sein, muss nicht sein. Liebe Gertrud, spüre die Liebe dein Selbst. Die Liebe zu deinem Selbst macht das zu deiner größten Liebe. Denn das ist dein Erwachen. Erwachen in dieser Gleichzeitigkeit zu sehen, dass alles Traum ist und gleichzeitig, dass du immer hier bist. Auch wenn die Form Gertrud nicht mehr hier ist. Auch das ist Selbstliebe, die Liebe zum Selbst. Subriya schreibt, ich schicke mal ein herzliches guten Abend an meine Namensschwester Subriya. Ja, das ist sehr, sehr lieb von dir, liebe Subriya. Eva schreibt, du zertrümmerst alles, finde ich toll. Bis am Ende nichts mehr bleibt,
Nur eine liebevolle, offene Gegenwärtigkeit. Korrekt, ja. Jetzt ist nichts mehr geblieben, liebe Freunde, außer, dass wir uns allen noch eine erholsame, gute Nachtruhe gönnen. Und ein freudiges bis morgen Abend dann und so. Jens, ja, Karl, Supriya, Eva, Amina, herzlich willkommen, Manuela, Uli, Dankeschön, liebe Freunde. Bleibt gelöst, locker, vom Hocker, wenn es möglich ist. Und wenn es nicht so ist, okay sein, okay sein, okay sein mit dem, was sich zeigt und was durch uns fließt. Und wenn du nicht okay sein kannst damit, sei damit okay, dass du nicht okay sein kannst mit dem, was durch dich fließt. Und wenn du nicht okay sein kannst mit dem okay sein, weil du nicht mit okay sein kannst, womit du nicht okay sein kannst, was durch dich fließt, dann sei damit okay. Und etc., etc., etc. Ein schönes neues Unterhaltungsspiel für den Kopf, wenn er nicht gelöst ist. Hi Vanessa. Namaste, ihr Lieben.